Ach, so. Ich muss jetzt wieder gucken, was was ist. Wie ich abgehe, volle Kanne die Morning Show. Ups. Ich finde Inquisition geil. Dragon Age Inquisition finde ich eins von der besten Spiele. Fuck, bin ich jetzt falsch gelaufen? Warte mal. Bin ich da durchgekannt? Durch echt einmal, dann ist was mal abgestürzt und hab alles verloren, da hatte ich keinen Bock mehr gehabt. Das gleiche ist mal schon mal mit Schatten von Mordor passiert. Ich war bei 72% sowas. Und dann alles abgestürzt. Das war ziemlich ärgerlich. Könnte ich eigentlich auch mal wieder ein bisschen aufnehmen. Okay, da komme ich gar nicht rum anscheinend. Ja, da muss ich doch dort lang. Dann stimmt sie von der Richtung her. Oh, du Armer. Ich weiß, dass YouTube nicht geht, habe ich schon mitgekriegt. Wie sich das auch hört. Dass ich dir zugucke, weil YouTube nicht geht. Was zum Geier, Alter? Kann doch jetzt was her. Scheiße, wie hat man doch einen Trank genommen, Alter? Ah, eben. Schon wieder alles vergesse von der Steuerung her. Genau, das ist ein Schurke. Nahkampfschurke. Das ist Nahkampfschurke und der Zwerg hier ist Fernkampfschurke. Der hat eine Armbrust, aber normalerweise haben sie Bogen. Hast du Dragon Age Inquisition nie gespielt? Bin mal gespannt auf den vierten Teil. Der vierte Teil handelt von dem dann, dem Elfen hier, oder das sieht aus wie ein Elf. Dabei ist es irgendwie, glaube ich, ein Gott oder sowas, der dann aber lange geschlafen hat und sich dann irgendwie in die Menschen gemischt hat, um rauszufinden, was los ist.
Jedes Mo was kriegst du, ist ärgerlich. Gläubigen Leben, um eurem göttlichen Willen zu folgen. Was ihr sagt, wird geschehen. Treppen klettern, mir bleibt nichts erspart. Seid gegrüßt. Mein Name ist Hinder. Eure Mutter hat Schwierigkeiten zu atmen, Hinder. Euer Vater schickt mich zu euch, um einen Trank für sie zu holen. Wie bitte? Es ginge doch gut. Ihre Atemprobleme waren doch eigentlich in Ordnung. Ich kann ihr helfen. Hier, ich habe noch etwas vorrätig. Und jetzt geht bitte. Bringt ihr den Trank. Jojojo. Ja, ich konnte mir glaube ich nichts kaputt machen, gell, bei dem Spiel. Scheiße. Das ist geil, dass es automatisch macht, ich konnte nicht unterbrechen. Okay, let's fetz. Ich hoffe, die Inquisition findet einen Weg, diesen Leuten zu helfen. Lassen wir uns überraschen, ob sie helfen können oder nicht. Bitte, beeilt euch! Hier bitte, der Trank und eine Anleitung, wie man ihn herstellt. Segne euch oder der Erbauer oder wer auch immer. Was macht das schon für einen Unterschied? Ich bin euch einfach nur dankbar. Ich werde ihn ihr sofort geben. Und sollte ich der Inquisition je helfen können, werde ich es tun. Darauf habt ihr mein Wort. Sehr schön. Hat man das schon gelesen? Diese Leute brauchen etwas zu essen. Den Hügeln gäbe es genügend Wilder. Sie sind schmackhaft, leicht zuzubereiten. Und es gibt hier keine Lords, die einen wegen Wilderei aufknüpfen. Aber im Moment ist es zu gefährlich, auf die Jagd zu gehen. Die Wahrscheinlichkeit, auf Magier statt auf Wilder zu treffen, ist zu groß.
viel Glück. Kann ich das dem Kev wieder Fleisch geben? Hä? Wie gebe ich dem jetzt das wieder Fleisch? Muss ich wohl Neues sammeln dann? Guten Tag. Corporal Wayne, hab Dank für eure Hilfe. Die Magier und Templer scheint es nicht zu kümmern, wer in diesen Krieg mit hineingezogen wird. Die Flüchtlinge hier benötigen dringend Hilfe. Wenn der Krieg sie nicht tötet, werden es die Kälte oder der Hunger tun. Gibt es noch weitere Probleme, mit denen die Flüchtlinge zu kämpfen haben? Einige der Leute. Mir ist bewusst, dass Heiler im Moment rar sind. Aber wenn ihr in Red. Ich hatte die. Ein Rekrut namens Whittle versucht, die Flüchtlinge irgendwie zu versorgen. Ja, viel den Hügel hinauf gibt es einen Jäger, der uns vielleicht weiterhelfen könnte. Schalalalalalala. Alle Templer, die ich je gekannt habe, wollten das einfach. Was? Die waren. Die Kalk, die Aufständischen in Redcliffe wollen nichts mit ihnen zu tun haben. Ich wünschte nur, wir könnten sie ebenso leicht loswerden. Stahlmeister Dennett? Wir haben jedoch nichts von ihm gehört. Soweit wir wissen, verschanzt er sich, bis die Magier und Templer damit fertig sind, sich gegenseitig umzubringen. Gebt auf euch und ihr auf euch. Okay. Springen ist hier ein bisschen beschissen, ey. Komm ich denn hier am besten hoch, Alter?
Yay. Wir haben wieder einen Riss geschlossen. Müsste irgendwo Scherb sein, oder? Ah, seh dich. Ja, muss ich wieder anders sein. Zwei von 22, da hab ich noch was zu tun. War hier nicht, glaube ich, irgendwo ein Holzstoß, den man in Beschlag nehmen kann? Sehr schön. Das. Lauft mir wohl nicht im Weg rum. Ach, hier nicht irgendwo was nochmal aus. Na, oh Mann, Alter. Jetzt erst im Tag getuscht und dann nicht mehr. Okay. Das ist Leder. Oh, leck mich doch am Arsch, Alter. Gut. Hallo Leute, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wenn euch die Videos gefallen haben, lasst mir gerne einen Daumen hoch, ein Abo
Kommentiert gerne meine Videos, sagt mir, wie ihr sie findet oder was ihr nicht so gut findet. Über Kritik bin ich jederzeit dankbar. Vergesst bitte nicht, dass ihr die Glocke oben aktiviert, damit ihr immer über meine neuesten Videos benachrichtigt werdet. Viel Spaß euch noch. Danke fürs Zuschauen.